Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie man so ein Gitter in den Hintergrund einfügt. Was dann so aussieht. Das ist ein kleines Stilelement oder Designelement, um den Hintergrund etwas aufzulockern, beziehungsweise ein kleiner Blickfang. Ich sehe immer wieder in Videotutorials, wie diese Muster oder dieses Gitter erstellt wird. Und naja, bin mit der Situation nie ganz zufrieden gewesen. Hier geht man meistens auf dieses Form, also auf diese eigenen Formen, eigene Formwerkzeug. Dann gibt es hier in diesen Standardformen diesen 3x3 Raster. Diesen kann man ja aufziehen, mehr oder weniger umständlich. Bestätigen, dann die Ebene duplizieren, verschieben mit dem Werkzeug. Hier muss man dann sehen, dass sich das überlagert und noch einmal duplizieren und wieder verschieben und so weiter und so fort. Diese Tutorials sind meistens sehr umständlich. Hier hat man dann verschiedene, so wie in diesem Fall, schon drei Formebenen. Diese kann man auf eine Ebene zusammenfügen. Anschließend kann man sie rastern und danach erst transformieren und irgendwie umständlich dann in das Composing einbauen und sieht nicht wirklich gut aus. Vor einiger Zeit bin ich dann über die Musterfüllung gestoßen. Sieht hier wie folgt aus. Wir haben hier unten die Möglichkeit, ein Muster hinzuzufügen. Sieht nicht sehr berauschend aus. Hier sind standardmäßig diese Muster hier eingeblendet, sind nicht sehr spektakulär. Unter dem normalen Muster, nicht Muster 2, sondern Muster, gibt es hier dieses Gitter. Unter Photoshop CS6 kann man hier mit der Skalierung bis auf 1000% hochfahren. Ansonsten in den Vorgängerversionen so hoch wie möglich die Skalierung setzen. Mit OK bestätigen und das Grundgitter ist eigentlich schon fertig. Mit der Ebenenfüllmethode falsch multiplizieren, bleibt dann hier nur dieser schwarze Raster über. Dem kann man auch noch nicht sehr viel machen. Transformieren funktioniert auch noch nicht. Erst wenn man über rechte Maustaste Ebene rastern klickt, kann man jetzt da wunderbar diese Ebene transformieren, skalieren, drehen und bearbeiten, wie man es gerne möchte. Ja. Und dann, so wie in diesem Bild hier, hat man auch schon eine Maske zur Verfügung und mit einer schwarzen Maskenfarbe kann man jetzt so wie hier das Gesicht wieder freistellen. So circa. Und mit reduzierter Deckkraft dann noch etwas das Bild einpassen. Man kann ja dann natürlich auch noch das Muster noch weiter bearbeiten, weiter skalieren, je nach Lust und Laune. Vorteil dieser Methode, man hat hier wirklich nur eine Ebene, zieht hier einmal eine Musterfüllung auf und das Gitter ist eigentlich schon fertig. In diesem Sinne, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal, ciao.